Herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Aktienanalyse-Video. Wir sprechen heute über drei Meme-Stocks, die wir schon länger nicht mehr in den Videoanalysen hatten, und zwar Tupperware, AMC und GameStop. Bei allen drei gibt es aktuell sehr interessante Entwicklungen, über die wir heute im Detail sprechen wollen. Wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr mich mit einem Daumen nach oben unterstützt. Und dann würde ich sagen, springen wir in die Charts. Los geht's! Wir fangen an mit Tupperware, eine Meme-Aktie, bei der wir in den letzten Wochen knappe 100% mit einem Long-Trade mitnehmen konnten. In der grünen Zone sind wir eingestiegen, in der roten Zone wieder ausgestiegen, also diesen ganzen Aufwärtsmove mitgenommen. Seitdem befand sich Tupperware in einer stärkeren Korrektur und am 23. Oktober habe ich bei uns im Discord ein neues bullisches Setup gepostet, dass es bei Tupperware jetzt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit wieder hochgehen könnte. Und zwar sprechen wir hier von einem Potenzial von 91 bis zu 156%. Wir springen jetzt auf den Live-Chart und schauen uns an, was seitdem passiert ist. Wie erwartet ist Tupperware aus diesem Falling Wedge bzw. fallenden Kanal nach oben ausgebrochen und konnte inzwischen knappe 27% plus machen. Also Glückwunsch schon mal an diejenigen, die damals in der grünen Zone eingestiegen sind. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wahrscheinlich ist es zum aktuellen Zeitpunkt, dass Tupperware weiter nach oben läuft und das erste technische Preisziel bei $3,37 abholt, nochmal knappe 64% plus macht oder sogar in die Bereiche der $4,45 steigt und weitere 117% machen wird. Dafür gehen wir jetzt einmal auf den Tageschart, denn dort gibt es einen wichtigen Widerstand, über den wir sprechen müssen. Und zwar habe ich das gestern auch schon bei uns im Discord gesagt. Wir sind hier exakt an der 200-Tageslinie angekommen. Ein wichtiger Widerstand, an dem wir schon das letzte Mal stärker nach unten abgewiesen wurden. Wir wurden hier um knappe 37% abverkauft. Stand heute stehen wir jetzt eben genau unter dem Widerstand, weshalb ein Einstieg in diesem Preisbereich auf keinen Fall Sinn machen würde. Wir sind ja hier unten eingestiegen. Einige konnten schon an der 200-Tageslinie gute Profite mitnehmen, den Rest, wie ich immer sage, einfach weiterlaufen lassen. Das heißt, heute oder in den nächsten Tagen müssen wir weiter beobachten, ob Tupperware es schafft, über die 200-Tageslinie nach oben auszubrechen. Wir sprechen hier von einem Preis von über $2,20. Wenn uns das gelingt, dann haben wir den nächsten Widerstand erst wieder bei $2,70 und haben hier aber schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir in den Preisbereich $3,37 reinlaufen werden. Zusammengefasst kann man hier also sagen, die 200-Tageslinie ist bei Tupperware ein sehr ernstzunehmender Widerstand, weshalb man hier an dieser Stelle eben Profite nehmen sollte. Ein Einstieg unter der 200-Tageslinie macht eigentlich gar keinen Sinn, denn die Gefahr ist hier viel zu groß, dass es mit dem Aufwärtsmove zu Ende ist und dass Tupperware jetzt weiter nach unten abverkauft wird, das letzte Tief bei $1,48 unterschreiten wird und das weiterhin bullische Szenario somit erstmal komplett vom Tisch ist, dann würde es hier nochmal deutlich weiter runtergehen. Aus diesem Grund muss man sich vor allem bei den Meme-Aktien Gedanken machen über sein Risikomanagement. Wenn die Aktie die $1,48 unterschreitet, dann wollen wir mit Tupperware eigentlich nichts mehr zu tun haben. Darum kann man die rote Linie auf meinem Chart auch durchaus als einen Stop-Loss nehmen, wenn ihr keinen individuellen Stop-Loss habt. Der Trade ist hier eben so kalkuliert, dass wir bei Tupperware so lange long sind, bis diese rote Linie unterschritten wird. Wenn sie unterschritten wird, war es das mit dem Trade. Solange sie nicht unterschritten wird, kann man hier durchaus die genannten Preisziele anvisieren. Wie gesagt, entscheidend wird es jetzt, was Tupperware an der 200-Tageslinie machen wird. Wenn wir drüber kommen, gebe ich euch natürlich wie immer im Discord Bescheid, dann würden wir das Ganze entsprechend weiter long traden. Wenn wir aber stärker abgewiesen werden, dann wisst ihr jetzt schon, was los ist. Dann war der Widerstand wahrscheinlich zu stark für uns und dann wird es mit Tupperware mit einer höheren Wahrscheinlichkeit weiter runtergehen. Und wir machen weiter mit GameStop. In meinem Video vor drei Wochen habe ich euch erklärt, dass GameStop nach unten ausgebrochen ist. Aus diesem Grund bin ich auf der bärischen Seite und habe euch auch meine bärischen Preisziele mitgeteilt. Einmal die $12,63 und ungefähr $10,40. Wenn wir jetzt auf den Live-Chart springen, dann sehen wir, dass das erste bärische Preisziel punktgenau abgeholt wurde. Wenn wir hier etwas weiter ranzoomen, dann sehen wir, mit der Montagskerze wurde dieses Preislevel perfekt abgeholt. Und heute habe ich aber positive Nachrichten für euch. Ich bin bei GameStop nicht mehr bärisch gestimmt und zwar so lange nicht,
bis dieses bullische Szenario invalidiert ist, was ich euch jetzt erklären werde. Und zwar hat GameStop auf dem Weg nach unten ein bullisches Falling Wedge gebildet. Wir haben hier zweimal ganz klar den Support gefunden an der unteren orangenen Linie und sind jetzt wieder leicht impulsiv nach oben gelaufen. Gestern mit 7,5% im Plus geschlossen. Heute halten wir uns im Pre-Market noch auf diesem Preislevel. Das heißt, Stand jetzt, während ich dieses Video aufnehme, bin ich bei GameStop eher bullisch gestimmt. Rechne mit einer höheren Wahrscheinlichkeit damit, dass GameStop aus diesem Falling Wedge nach oben ausbrechen wird. Das heißt, wir könnten durchaus in die Preisbereiche 14,88 Dollar bis vielleicht sogar 15,96 Dollar, 16 US-Dollar steigen. Hier in diesem roten Bereich werden wir aber ganz genau drauf schauen müssen, was GameStop macht. Es ist nämlich ein sehr wichtiger Widerstand, den wir durchbrechen müssen. Wir müssen über die 16,50 Dollar nach oben ausbrechen, damit wir hier nachhaltig weiter steigen können. Stand heute bin ich also, wie gesagt, kurzfristig durchaus bullisch und kann es mir vorstellen, dass GameStop hier knappe 16% vielleicht steigen könnte. In diesem Preisbereich werden wir aber ganz genau drauf schauen müssen. Denn wenn GameStop hier stärker rejected werden sollte, dann hätten wir zwar noch das Potenzial, ein bullisches Inverse Head and Shoulders Pattern zu bilden und dann nach oben auszubrechen. Die Gefahr wäre allerdings, dass GameStop hier reinläuft und von hier aus stärker nach unten abgewiesen wird, ein neues tieferes Tief macht, unter die 12,60 Dollar fällt und damit entsprechend in das nächste bärische Preisziel fallen würde. Auch hier werde ich euch aber weiterhin auf dem Laufenden halten. Wenn du nichts verpassen möchtest, dann schau auf jeden Fall bei uns im Discord vorbei und wir springen zu unserer nächsten Aktie, und zwar AMC, die wir uns auch im Detail anschauen wollen. Und wenn ihr hier auf dem Kanal schon länger dabei seid, dann erinnert ihr euch, dass wir bei AMC zuletzt dieses bullische Breakout gechartet haben. Wir haben gesagt, dass AMC mit einer höheren Wahrscheinlichkeit aus dem symmetrischen Dreieck nach oben ausbrechen wird. In der roten Zone wir erstmal auf einen Widerstand stoßen werden. Genauso ist es auch gekommen. Vom höchsten Punkt bis zum tiefsten Punkt wurde AMC um 20% abverkauft. Die letzten Tage sind wir hier aber seitwärts gegangen und damit hat sich hier wieder etwas Spannung aufgebaut. Im Discord haben wir das Ganze natürlich immer wieder besprochen. Und der letzte Stand war eben, dass AMC gerade dabei ist, aus diesem blauen Dreieck nach oben auszubrechen. Was wir aktuell auf dem Live-Chart sehen, ist, dass wir nachhaltig nach oben ausgebrochen sind und seit dem Ausbruch weitere 9 bis 10% machen konnten. Inzwischen sind wir auch bei 10,74 Dollar im Pre-Market, werden also heute eventuell mit einem kleinen Gap nach oben öffnen. Insgesamt sieht es auf jeden Fall sehr bullisch aus für AMC, zumindest kurzfristig. Welche Preisziele wir hier anvisieren müssen, das werden wir jetzt im Detail besprechen, denn wir haben hier einmal unser Fibonacci-Level, welches wir anvisieren könnten. Und zwar sprechen wir vom 1,618er Fibonacci, also 12,55 Dollar, würde ich kurzfristig für sehr realistisch halten. Das Ganze bestätigt sich nochmal, wenn wir hier eine Widerstandslinie ziehen, dann sehen wir, dass der Widerstandsbereich exakt hier oben ist bei 12,55 bis 12,92 Dollar. Jetzt sind wir bereits im Market, wie ihr sehen könnt. Ich habe es nicht geschafft, im Pre-Market das Video fertigzustellen. Aber wir werden das Ganze weiterhin beobachten. Auf jeden Fall bin ich hier kurzfristig erstmal bullisch gestimmt. Über was ich noch mit euch reden wollte, ist der 3-Tages-Chart. Denn in meinem letzten Video habe ich euch ja erklärt, dass der 3-Tages-Chart bei AMC sehr, sehr wichtig ist. Und wenn wir hier auf den 3-Tages-Chart gehen, dann sehen wir einmal unser übergeordnetes bullisches Falling Wedge, aus dem wir ja zuvor nach unten ausgebrochen sind, was ein bärisches Signal war. Nun sind wir aber dabei, wieder zurück in dieses bullische Falling Wedge reinzukommen und haben jetzt auch inzwischen einige 3-Tages-Kerzen, um genau zu sein, 2 Stück in diesem Falling Wedge geschlossen. Mit der aktuellen 3-Tages-Kerze wäre es jetzt wichtig, über diesem roten Widerstand zu schließen, über 11,20 Dollar, dann hätten wir hier weiterhin das Potenzial, nach oben zu steigen. Und das Best Case, was ich mir bei AMC aktuell vorstellen kann, ist ein weiterer Anstieg in die Preisbereiche dieses oberen Widerstands, an dem wir zuletzt im August 2023 zweimal abgewiesen wurden. Da wären wir aktuell bei einem Preis von ungefähr 22 bis 23 US-Dollar. Um das Ganze hier also nochmal kurz zusammenzufassen, denn ich möchte das Video ja schnellstmöglich hochladen, damit ihr auf den heutigen Handelstag bestens vorbereitet seid, bin ich bei AMC kurzfristig auf jeden Fall bullisch gestimmt. Noch bullischer wird das Ganze, wenn wir das letzte Hoch bei 11,16 Dollar einmal rausnehmen, also über diesen Preisbereich nach oben ausbrechen, dann können wir auf jeden Fall schon mal die 12,55 Dollar anvisieren und im besten Fall, wenn AMC hier wirklich das bullische Momentum fangen sollte
sollte und schön stark nach oben laufen sollte, kann ich es mir zum aktuellen Zeitpunkt vorstellen, dass wir in die Preisbereiche zwischen 20 und 23 US-Dollar steigen könnten. Auch für AMC gilt natürlich, wenn sich hier etwas ändern sollte, werde ich euch im Discord Bescheid geben, ansonsten auch irgendwann wieder bei einem neuen Video-Update hier auf YouTube. Und damit möchte ich das Video auch schon wieder beenden, denn ich möchte es, wie gesagt, schnellstmöglich hochladen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, vor allem wenn du bis zum Schluss geschaut hast. Lass gerne einen Daumen nach oben da, wenn ich dir damit einen kleinen Mehrwert bieten konnte. Und wir sehen uns schon bald bei einem neuen Video auf diesem Kanal. Das war's von mir. Ciao, ciao.